Moin Mädels, moin Jungs, mein Name ist Karl und das hier war wieder so ein kleines Storytime-Video. Leute, die meinen Kanal normalerweise verfolgen, wissen, hier ist eigentlich eher so Gaming angesagt, ein bisschen zocken, ein bisschen daddeln, ein bisschen abgehen, aller. Ja, aber hin und wieder kommt es auch mal vor, dass ich mich hier in meine geile Disco setze. Also Disco wegen den Lämpchen hier. Bling, 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 bling. Ja. Ja, und normalerweise weiß man dann auch schon, okay, irgendwie ist wieder irgendwas in Karls Live passiert, was er unbedingt mitteilen muss. Oder er regt sich über Familie Müller auf. Und guess what, kleiner Spoiler, es geht um Familie Müller. Für alle, die sich gerade wundern, warum der Kalle schon wieder keine Brille trägt, alle zwei Storytime-Videos vergesse ich meine Brille. Bin mit Sonnenbrille zur Arbeit, Brille ist gone, ist einfach nicht da. Ja, in Bezug auf Familie Müller, da komme ich gleich zu, habe ich auch schon ein, zwei Videos gemacht. Die habe ich mal in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr gerne reinschauen, falls euch das auch interessiert. Familie Müller ist ganz spezieller Natur. Die Familie Müller hat nämlich die Eigenschaft, im Kundenservice-Bereich zu arbeiten und die machen das ganz besonders bad. Und wer diese Videos von mir kennt, der weiß, am Ende wird es auch noch eine kleine Botschaft mit an Familie Müller geben. Ich habe nur so das Gefühl, Familie Müller wird es niemals mitbekommen. Mit Familie Müller sind natürlich die Leute gemeint, die im Kundenservice arbeiten, mit dem ich zu tun hatte. Ja, und das heutige Video dreht sich tatsächlich um eine Bestellung, die ich Anfang September gemacht habe, um genau zu sein, am 3. September, bei einer größeren Unterhaltungsfirma aus den Vereinigten Staaten, World Wrestling Entertainment. Ich bin ein riesen Wrestling-Fan, tatsächlich schon mein Leben lang gewesen. Ich gucke jede Show mittlerweile wieder, auch wenn es inhaltlich nicht so nice ist. Ich trage sogar heute ein NWO-Shirt. Nice, vielleicht sollte ich das Video einfach so machen. Das ist viel geiler, dann sieht man nur meinen Mund so. Klein Kalle hatte schon immer einen Wunsch in seinem Leben, und zwar ein World Wrestling Federation Entertainment Ehre in den Ass Replika Championship Belt. Wollte ich schon immer mal haben, habe ich gedacht, jetzt wo du es kannst, gönn. Ja, und Pustekuchen, damit fing das ganze Dilemma an. Ich also schön in die Tastatur getackert und gesagt, World Wrestling Entertainment à la WWE, gib mal so einen Gürtel. Die haben gesagt, yo, hier kriegst du auch nochmal ordentlich Rabatt. Dann dachte ich so, Ehre, Alter, so billig. Kriegst du die nie wieder? Naja, und ihr müsst wissen, ich bin jemand, der super selten im Internet bestellt. Ich finde es auch zu krass, wie viel von Leuten im Internet bestellt wird. Also ich finde, the amount of Bestellung is too damn high. Ist so meine persönliche Meinung, deswegen versuche ich wirklich super selten zu bestellen. In dem Fall, wenn man das Ding unbedingt haben will, geht es natürlich nicht anders. Naja, und bei der WWE ist es so, man kann sich nicht dazu entscheiden, welcher Lieferant dir das Paket bringt. Zumindest in Berlin war es nicht so, zumindest in Spandau war es nicht so. Ich weiß nicht, wie es anderorts ist, aber hier musste ich mich dem Ganzen fügen. Ja, und letzten Endes fiel die Wahl auf den glorreichen Lieferdienst Hermes, Götterbote. Und während bei einigen von euch vielleicht jetzt schon die Nerven blank liegen, muss ich sagen, ich bin dem Ganzen sogar sehr positiv entgegengegangen, weil ich eben so selten bestelle und weil ich super wenig negative Erfahrungen mit Paketdiensten hatten. Also normalerweise DHL war immer solid. Vielleicht nicht Ehre, aber solid. Verstehst du, wie ich meine? Und beim Bestellen ist mir so ein ganz kleiner Fehler unterlaufen, denn normalerweise mache ich so, weil ich ja viel hier im Büro bin, bestelle ich immer alle meine Sachen zur Arbeit. Naja, und weil ich die Bestellung nachts getätigt habe und noch tatsächlich ein bisschen aufgeregt war, weil ich dachte so, boah, jetzt bestellst du echt so ein geiles Ding. Unnormal Ehre, Alter. Problem war dabei, dass ich die Adresse zwar richtig angegeben habe, aber den Firmennamen nicht mit in die Bestellung geschrieben habe. War natürlich ein bisschen done. Aber der kleine Kalle hat es auch rechtzeitig gemerkt, hat sein Brain benutzt, Alter. Ja, der gute Kalle hat sich dann einfach gedacht, ja gut, sobald dann die Bestätigung vom Zulieferer kommt, ändere ich dort einfach nochmal die Adresse bzw. füge den Firmennamen noch hinzu. Muss ja super easy sein, habe ich mir gedacht. Ja, zwei Tage später tatsächlich bekam ich dann auch schon die Nachricht, dass das Ding über den großen Teich auf dem Weg zu mir ist. Und innerlich ist die Spannung natürlich schon ordentlich gestiegen, ne? Da ist man natürlich super fuchsig, dann fickrig, komplett hibbelig. Ich meine, ich habe richtig Bock gehabt. Kurze Zeit darauf kam dann auch schon die Bestätigung von Hermes Götterbote, dass sie das Ding bekommen haben und dann natürlich auch möglichst bald zustellen wollen. Also habe ich mich natürlich auch gefreut und dachte, ja, oh nice, muss ja nur noch die Firma hinzufügen. Es gibt sogar die Option, auf der Seite von Hermes die Adresse zu ändern, bevor das Paket überhaupt zugestellt wird, falls man tatsächlich nicht da ist, wo man sein soll, um das Paket anzunehmen. Da dachte ich mir natürlich, nice, das ist ja richtig cool, dann kann ich jetzt hier einfach nochmal schön die Firma hinzufügen, damit die Leute auch wissen, wo sie hin müssen. Kleiner Fun Fact, hier in meiner Firma, wo ich arbeite, Freaks for You Gaming, werden regelmäßig Pakete von Hermes geliefert. Ich sag's nur schon mal. Ich habe dann also in meiner Sendeverfolgung auch sehen können, alles klar, Adresse wurde geändert, Firma ist mit drin, absolute Ehre, da kann gar nichts schief gehen. Aber dann dachte sich Hermes, no, nicht mit Herrn Müller, Alter. Und wie das dann so ist, wenn man so ein Paket erwartet, man guckt ja vielleicht ab und zu mal in die Sendeverfolgung rein, vor allem, wenn man nochmal was geändert hat, ob dann auch wirklich alles geklappt hat. Wie gesagt, am Vortag war alles in Ordnung, am nächsten Tag schon gar nicht mehr. Denn auf einmal stand in der Sendeverfolgung, die Sendung befindet sich zur Adressklärung im Verteilzentrum. Zur Adressklärung. Ich habe die Adresse also nachträglich aktualisiert. Es wurde mir bestätigt. Und dann auf einmal
gibt es eine Adressklärung. Ich dann natürlich total verwirrt und denke mir so, yo, ich muss da jetzt mal anrufen. Ich bin auch keiner, der sich davor scheut. Ich habe tatsächlich selber ziemlich lange im Kundenservice gearbeitet. Das bedeutet, ich weiß mehr oder weniger, wie man mit Leuten dort zu sprechen hat, beziehungsweise wie die sich auch fühlen. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, da rufen den ganzen Tag nur Leute an. Da rufen so Herberts und Sabines an und die nerven nur rum. Die sind nur am Mosern. Da kriege ich natürlich auch schlechte Laune. Kann ich natürlich alles verstehen. Aber kommen wir mal zum ersten Punkt. Erstes Telefonat. Es gibt mehrere. Don't worry, kleiner Spoiler. Ich rufe an, ich sage so, moin, Kalle Kuschinski hier. Und sie so, moin, Frau Müller. Und ich so, alles klar. Ich der guten Frau dann natürlich alles geschildert und habe gesagt, Frau Müller, gestern habe ich die Adresse nochmal nachträglich nachgereicht, weil ich vergessen hatte, die Firma mitzuteilen. Und Frau Müller sagt dann, wir konnten ihr Haus nicht finden. Welches Haus? Ja, das, was sie angegeben haben von Freaks for You Gaming. Okay, also das Haus ist riesengroß und das Gelände ist riesengroß und generell, Hermes ist hier täglich auf dem Hof. Wenn man also bei Google nur Freaks for You Gaming eingibt, frag Google dich zurück, ob du dumm bist, dass du das nicht findest. Naja, und sie dann, ja, der Zusteller konnte es leider nicht finden, deswegen hat er das Paket zurückgebracht. Und ich so, okay, was machen wir denn jetzt? Und sie liest mir dann die Adresse vor, die ich angegeben habe und ich so, ja, das ist genau die Adresse. Und dann sagt sie, ja, ich verstehe auch nicht, warum der das nicht finden konnte. Also eigentlich hätte er das wirklich finden müssen. Gut, ich würde sagen, wir versuchen es morgen nochmal. Ich so, alles klar, versuchen wir es morgen nochmal. Und ab dem Moment wusste ich einfach schon, das ist ein typischer Herr Müller-Fall. Hier wird noch einiges passieren. Da haben wir natürlich wieder richtig Potenzial für ein YouTube-Video. Guess what, was am nächsten Tag passiert ist? Ist Herr Müller vorbeigekommen, hat mein Paket gebracht? Nein, 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 natürlich nicht! Ich reg mich ja nicht auf, aber das ist nicht mehr normal. Am nächsten Tag stand in der Sendeverfolgung wieder, dass ich mir einen Wunschnachbar ausgesucht hätte für die Zustellung. Und ich war wieder so ein bisschen skeptisch und dachte so, irgendwie wirkt es gerade nicht so, als hätte sich was verändert. Also rufe ich lieber nochmal an. Ne? Ne? Und dann, meine Damen und Herren, ist etwas passiert, was ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt habe. Also wirklich. Also es ist, ich habe das noch nicht erlebt. Hermes, please notice me. Ich rufe an, ganz entspannt. Ich sage, hallo. Was mir entgegenkommt, ist halt unbelievable. Frau Müllers richtig genervte kleine Schwester ist ans Telefon gegangen. Das ist die Person in der Familie, die nicht länger als 18 Uhr draußen bleiben durfte und zu Weihnachten keine Geschenke bekommen hat und nie das letzte Stück Kuchen nehmen durfte. Die war richtig pisst. Denn bevor ich irgendwas sagen konnte, sagt sie, Sendenummer. Ich war schon direkt so, wow, was hier denn los? Ich dann Nummer durchgegeben, ne, 090, 6x6. Und sie dann, ohne irgendwas anderes zu sagen, Adresse! Ich habe dann wirklich versucht, einfach mit ihr zu reden, weil es scheinbar überhaupt nicht möglich war, irgendwie einen Flow in mein Gespräch zu bekommen. Verstehst du, wie ich meine? Weil die weiß ja noch gar nicht, was ich von ihr will. Sie weiß einfach nur, scheiße, da ruft schon wieder jemand an, der will sich beschweren. Und man hat sofort gemerkt, die hat da null Bock drauf. Und wie ich schon sagte, ich kann es auch verstehen, wenn du den ganzen Tag nur Bullshit ins Ohr bekommst, dann bist du irgendwann auch richtig abgefuckt. Ich habe ihr keinen Anlass dazu gegeben, so zu reagieren. Deswegen habe ich dann auch direkt gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist Becker. Ich wollte mich gerne erkundigen, was mit meinem Paket passiert. Und sie dann natürlich, ja, ich brauche sofort die Adresse, sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Ich so, okay, ich dann ihr die Adresse gegeben und dann trotzdem nochmal versucht. Darf ich Ihnen kurz sagen, was denn eigentlich mein Problem ist? Ich das dann alles erklärt, so wie es quasi jetzt auch gewesen ist, ne, dass ich das Paket bestellt habe, dann die Adresse geändert habe, um das dann auch an die Firma zu liefern. Dass ich dann nochmal angerufen habe, weil ich das Gefühl hatte, dass das nicht funktioniert hat. Dann hat mir eine andere Frau gesagt, jo, der konnte das Haus nicht finden. Und dann rufe ich nochmal an, um jetzt zu klären, was denn jetzt mit meinem Paket passiert. Denn für mich war das nicht nur ein Batzen Geld, sondern man will ja auch einfach das bekommen, was man sich bestellt hat. Ist ja ganz normal. Man bestellt was, man will es haben. Easy. So, und dann sagt sie auch direkt, ja, ich sehe, dass sie hier schon mal die Adresse geändert haben. Ich so, okay, was machen wir jetzt? So, ja, sie können das nicht nochmal ändern. Ich so, okay, was machen wir jetzt? Ja, und dann sagt sie, es wird innerhalb der nächsten 48 Stunden geliefert werden. Und dann sagte ich nur so, wait a minute. Denn das Problem ist ja natürlich auch bei, wie vielen anderen Firmen, am Wochenende ist oftmals niemand da. Und tatsächlich nehmen meine Pakete auch ganz oft oder fast immer Kollegen von mir an. Also an meine Kollegen, die das sehen, dass die meine Pakete immer annehmen. Danke. Und dann meinte ich nur so, ja, okay, am Wochenende wird wahrscheinlich keiner da sein. Kann ich die Adresse jetzt nochmal ändern zu mir nach Hause? Weil ich bin dann einfach den ganzen Tag zu Hause, überhaupt kein Problem. Und dann sagt sie einfach, nein, das geht nicht.
Warum geht das nicht? Hab ich mich dann so gefragt. Dann frage ich Frau Müller in einem ganz entspannten Ton. Frau Müller, okay, warum geht das nicht? Können Sie mir das verraten? Ja, weil das bei uns eben so ist. Und da wusste ich nochmal, okay, die Frau hat gar keinen Bock auf ihren Beruf. Stehst du, wie ich meine? Und dann habe ich ihr wirklich versucht zu erklären, ja, ich rufe sie doch gerade an, damit ich das mit ihnen klären kann, damit ich mein Paket bekomme und sie mich los sind, mehr oder weniger. Außerdem habe ich ihr auch gesagt, dass ich gerade das Gefühl habe, dass sie richtig, richtig schlecht gelaunt ist und dass irgendwas scheinbar nicht so gut gelaufen ist heute und dass mir das voll leid tut, dass sie scheinbar gerade nicht so glücklich ist. Und dann sagt sie einfach nur, nein, Herr Becker, für Sie tut es mir leid. Für Ihr Problem gibt es keine Lösung. Und ich so... What? Ich denke mir so, was habe ich hier getan? Ich habe doch nur wirklich versucht, ein bisschen einfühlsam zu sein. Und natürlich bin ich auch mittlerweile ein bisschen abgefuckt, dass das so lange dauert, zu klären, wohin mein Paket geht und dieses Haus nicht finden. Aber ich bin da trotzdem irgendwie mehr oder weniger cool geblieben. Als Grumpy Müller dann also mehr oder weniger sich so ein bisschen tatsächlich in Rage gesprochen hat, habe ich versucht, nochmal einen neuen Anlauf zu finden. Ich habe dann einfach gesagt, okay, also ich möchte einfach nur mein Paket haben. Was muss ich denn tun, damit ich das bekomme? Und sie sagte dann auch nur, sie müssen einfach dort sein, wo sie es angegeben haben, und zwar von 8 bis 21 Uhr. Ich habe ihr dann erklärt, warum das wahrscheinlich nicht möglich sein wird und dass das Paket dann wahrscheinlich nicht angenommen wird. Habe sie dann tatsächlich auch gefragt, was passiert denn, wenn jetzt niemand das Paket annimmt? Dann meint sie einfach nur, ja, dann geht es zurück an den Absender. Also grundsätzlich eine logische Lösung. Aber ich rufe ja gerade an bei Grumpy Müller, Alter, um mit ihr zu klären, wie man mein Paket zu mir bekommt. Ich bin an der Strippe. Frau Müller, don't fuck with Kuschinski, habe ich mir gedacht. Habe ich natürlich nicht gesagt. Ich dann nochmal wiederholt. Ich rufe sie gerade an, um mit ihnen zu klären, wie mein Paket zu mir kommt. Sie wollen es loswerden. Ich will's haben. Where's the fucking problem, Alter? Und dann hat sie immer wieder nur gesagt, ja, bei Hermes läuft es halt so. Bei uns ist das nun mal so. Müssen sie jetzt sich mit abfinden. Und dann dachte ich mir natürlich, ist jetzt keine so absolut gute Außendarstellung. Habe ich mal einen schlechten Tag? Ja, natürlich. Bin ich mal abgefuckt? Natürlich. Bin ich mal genervt? Of course. Aber das fand ich schon ziemlich heavy. Und da hatte ich schon das Gefühl, okay, hier gibt es gerade ein richtig krasses Problem an dieser Stelle. Und ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Und dann macht es auf einmal nur... Dann hat die aufgelegt. Die hat aufgelegt. Einfach so. Die hatte wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf mich. Und natürlich hätte ich mir jetzt irgendwie den richtigen Namen aufschreiben können und hätte jetzt voll den Terz machen können, aber ich dachte mir so, okay, die Frau ist einfach gerade nur froh, glaube ich, dass das Gespräch beendet ist. Ich lasse es jetzt dabei. Ich habe dann einfach nochmal angerufen und habe dann mit der Frau, wie nennen wir sie, mit der Frau Bauer gesprochen. Und die Frau Bauer war eine komplett andere Person. Frau Bauer hat sich mein Problem angehört. Frau Bauer hat gesagt, okay, wenn sie nicht da sind, wir müssen das jetzt leider so machen, dass sie das Paket quasi an die Adresse bekommen. Wenn das aber nicht angenommen werden kann, dann versuchen wir es sogar am Montag nochmal. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann geht es in den Paketshop. Sie müssen mir nur sagen, welchen Paketshop wir nehmen müssen. Und ich so einfach, Gott bless, es gibt Menschen mit Gehirn. Und ich habe ihr das dann auch sofort gesagt. Frau Bauer, Sie sind echt sehr geil. Ich würde Sie sofort auf einen Kaffee einladen. Und Sie, liebe Frau Bauer, Sie sagen mir gerade, es ist alles kein Problem. Wir kriegen das schon hin. Und genau das will man hören. Es gibt keine Probleme, wenn man ein Problem hat. Verstehst du das? Kommunikationsseminar, Regel Nummer 1. Wer ist König? Nicht du am Telefon, sondern der Kackkunde, der dich anruft. Und ich bin wirklich ehrlich, ich habe solche Kommunikationsseminare hinter mich gebracht. I know how the luck slöppt. Und Frau Bauer hat dann mit mir geklärt, den und den Paketshop in Spandau Mitte, Süd, hier, Altstadt, aller. Den wählen wir aus, falls es nicht klappt. Und am nächsten Tag kam dann eine E-Mail von einem Paketshop, so, hey, wir haben ein Paket von dir, Bruder, hol das mal ab. Ich bin dahin, hab meinen Ausweis gezeigt, hab mein Paket bekommen. Ehre! Da ist das gute Stück, ne? Ist also endlich bei mir angekommen. Ich finde es übrigens ziemlich geil. Cool, ne? Aber was ist jetzt die Moral von der Geschichte, fragt ihr euch natürlich. Und da muss ich sagen, gibt es auf jeden Fall zwei Versionen. Zum einen muss ich sagen, ich glaube, Hermes ist da nicht der einzige Lieferdienst, der da so ein bisschen in die Bedrängnis kommt. Denn es ist auch tatsächlich so, ich habe hier jeden Tag nachgefragt, ich war selber auch vor Ort, es hat hier niemals nur ein Hermesbote geklingelt oder versucht, dieses Paket hier zuzustellen. Ich sag's, wie es ist. Es war niemand hier und wollte dieses Paket herbringen. You're not even trying. Und natürlich kann ich mich jetzt hier hinsetzen als YouTuber und einfach so ein bisschen darüber abrennen, aber darum geht's mir tatsächlich gar nicht. Und ich habe mein Paket bekommen und ich hätte es jetzt einfach gut sein lassen können. Aber was mich richtig, richtig stört, ist die Kommunikation im Kundenservice bei euch. Meiner Meinung nach, in jedem Unternehmen, ist es jetzt Hermes, ist es jetzt irgendwie ein Gulaschversand oder weiß der Geier, ja? Es ist wirklich völlig Bums, wo man arbeitet. Aber der Kundenservice, egal ob per Telefon, E-Mail, Direktkontakt oder sonstiges, sind
mit die wichtigsten Mitarbeiter überhaupt. Ich selber hatte Burnout, weil ich im Kundenservice den ganzen Tag nur auf die Fresse bekommen habe. Denn man kriegt den ganzen Tag wirklich nur ein ins Gesicht gescheppert. Die Leute, die beschweren sich, die sind nur am Mosern, es gibt immer nur Probleme und das macht wirklich schlechte Stimmung. An alle Unternehmen da draußen, die Leute im Kundenservice beschäftigen, zahlt die Leute anständig. Das gleiche gilt natürlich für die direkten Lieferanten, die von Tür zu Tür fahren und von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends oder sowas die ganze Zeit durch die Gegend hetzen, um irgendwelche Scheißpakete abzuliefern. Bezahlt die Leute anständig, hört auf, die auszubeuten, stellt mehr Leute ein oder weiß der Geier. Natürlich, wir sind in der Pandemiezeit, aber vielleicht ist die auch mal wieder rum. Denn ich muss sagen, die Leute, die im Kundenservice arbeiten müssen, egal ob sie wirklich liefern müssen oder ob sie am Telefon sitzen, das sind richtig arme Menschen. Denn die werden nur gepunished, die kriegen nur aufs Maul den ganzen Tag. Das macht auch keinen Spaß. Natürlich ist es nicht gut, wenn die Pakete dann auch noch beschädigt werden oder sonstiges, aber ich behaupte einfach mal, dass das nicht die Norm ist. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute in diesen Berufen, die sich wirklich, wirklich Mühe geben und die dann wegen solchen Stories hier auch nochmal in ein schlechtes Licht gerückt werden. Bitte brieft eure Mitarbeiter richtig. Lasst die Leute Seminare machen. Lasst die Leute Fortbildung machen. Lasst die Leute wirklich auch mal das Gute an diesem Beruf hin, und zwar einfach Leuten helfen zu können, die offensichtlich mit einem Problem zu einem kommen, dann ist es auch ein nice Gefühl, wenn man es am Ende des Tages geschafft hat, das Problem gemeinsam zu lösen. Das ist nice, fühlt sich gut an. Zusätzlich noch mal ein Wort an alle, die auf der anderen Seite sitzen, und zwar die auf der Bestellerseite sitzen, denn ich lese andauernd irgendwelche Beschwerden über Pakete, die nicht geliefert wurden oder beschädigt wurden. Hinterfragt bitte mal euren eigenen Konsum. Wie oft bestellt ihr? Muss wirklich alles bestellt werden, was ihr bestellt? Und seid fucking nett zu den Leuten, mit denen ihr sprecht, die euch helfen sollen, damit euer Paket zu euch kommt. Aber das ist natürlich immer so ein Ding, was von beiden Seiten kommt, ne? In dem Sinne möchte ich sagen, the champ ist hier, Alter. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Kalli.